Snare als alles andere. Ist er ja nicht, der Grand ist ja unter irgendwo. Ja, aber es ist immer noch näher Holland, als manche als in Hamburg, ey, oder so. Ja gut, das auf jeden Fall. Zwieselgrund. Wo ist denn jetzt, wieso kann ich das denn jetzt schon wieder nicht auswählen? Weil du kriegst hier 1000 Erfahrungspunkte, ey. Wo? Wo? Das brauche ich. Wo bin ich jetzt? Gibst du mir einen Schokobo-Stellen? Kann ich mir schon einen kaufen hier? Ab Level 10, glaube ich, erst. Bin ich fast richtig. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Ätheriten halt einfach anders heißen auf der Karte, als wenn man die anwählen will. Ja, also die Linien-Schokobos. Mich jedes Mal irgendwie. Die Linien-Schokobos, also diese Busse, kannst du erst ab Stufe 10 wählen. Vorher hast du nicht genug Skill. So ja, wie, so wie in der Türkei hier mit diesem Dolmus, so ey, wo du einfach so ein Neuling wie dich ist das doch nix, sagen sie, du fällst vom Chocobo oder so, sagen sie hier. Kennt ihr die in der Türkei hier, diesen Dolmus oder wie der heißt, wo die Leute auch einfach immer so an der Ecke so rein und raus springen, so wie sie lustig sind? Das ist ein Zug, oder? Nee, das ist ein Bus. Ah, ja, genau. In Japan gibt's ja das als Zug, ne? Da springen sie auch einfach so auf den Zug drauf. Echt? Und so straßenbahnmäßig, da springen sie auch einfach hinten drauf und so. So, wenn du da neu bist, ey, denkst du dir erstmal, what the fuck, ey. Könntest du in Deutschland nicht bringen, ey, wenn viele Leute sich da unter den Zug schmeißen, ey. Ja, wahrscheinlich. Letztens habe ich in den Nachrichten gesehen, da gibt's so, zwischen den Zügen ist da immer so 10 cm Spalt und da ist einer so reingerutscht. Oh. Das war auch noch ein recht junger so, weißt du, dann dachte ich nur so, was geht mit dem, ey. Zwischen den Zügen? Wie meinst du das? Ja, also zwischen dem Bahnsteig und Zug. Ja, genau. Und da ist der reingerutscht. Ja, bei uns ist da immer ist doch ein bisschen immer, Platz. Genau. So 10 cm oder so, ich weiß auch nicht, wie der da reinrutschen konnte eigentlich, aber. Ach, da muss ich die Quest abgeben, geil. Es ist schon und eine was Kunst, ist passiert, wenn wir da jetzt so war? Dürfen wir darüber reden oder ist das zu krass? Nö, ich glaube, der wurde dann da einfach irgendwie, dann haben die den Zug so ein bisschen irgendwie. Ey! Sind sie beiseite gefahren, ganz vorsichtig. Nee, den haben die den, glaube ich, irgendwie so mit richtig vielen Leuten so ein bisschen geschubst, sozusagen. Den Zug geschubst? Ich meine ja, Seite, oder also was? So sah es auf dem Bild auf jeden Fall aus. Ja, ja, da waren da so mega viele Leute, dann so bestimmt 100 oder so, die an Zug so, standen okay. Und dann so gedrückt haben. Stinkbombe. Ich zeige gerade mal den Rekruten, was Sache ist. So, und wer wollte hier die harte Nuss geliefert haben? Ah, Boot Wiener. Eine Frau auch noch. Küsschen aufs Nüsschen, oder was? Ah, Mann, ey. Oh, jetzt kann ich... So, habt ihr immer die... Soll ich immer lieber die gleichen Sachen nehmen? Also immer für Verteidigung? Oder habt ihr das so gewechselt auch manchmal? Na, ich habe immer auf meine Klasse angepasst. Immer auf Verteidigung, weil ich im Nahkampf halt angreife. Ach stimmt, da steht ja auch noch Stärke und Geschick. Dann nehme ich das. Oh, die hat direkt einen neuen Quest. Meine Skills sind noch nicht frisch hier. Ah. Ich mache hier gerade eine Quest mit irgendwem anders. Echt? Ja, wir haben beide, zeigen beide den Rekruten von irgendeinem Kämpfer. Die verhauen wir gerade einfach, damit die was lernen. Ja. So lernt man heutzutage was, einfach andere verhauen. Und es geht sogar relativ lang, die Quest. Ich muss jetzt schon in ein höheres Gebiet rein. Oh, und ich muss die verdreckten Wegweiser säubern, damit die Leute wieder den Weg finden. Das ist oft ein Problem. Total aufgeschmissen, die Leute ohne uns, ey. Ja. Weiß gar nicht, was die vorher gemacht haben. Ich stell mir vor, als diese störenden Steine noch auf der Wiese lagen. Wie viele Leute da gestürzt sind jede Woche. Jede Woche. Hey, hier soll doch ein Quest sein. Ach, das ist ein verdreckter Wegweiser, den ich reinigen muss. Cool. Wenigstens hast du den nicht sofort gesehen, ey. Ja, ich dachte, da ist ein neuer Quest. So, und jetzt? Wo ist der andere? Da oben bestimmt. Schön sauber machen.
Die Schattenmilben sind hier auch. Shit. Milben. Hab hier auch Mückenschwärme und so ganzen Rotz. Boah, mich greift einfach einer an. Seit wann machen die das denn? Oh shit, ich glaube, ich sterbe. Oh oh. Oh oh oh, ich muss dann in der Höhle Lichtkristalle an. Oder? Nee, ich glaube, ich schaff's doch. Ihr seid voll die Hausmeister, ey. Macht die Schilder sauber. Hausmeister-Simulator. In der Höhle stinkt und ich muss so ein Duftbäumchen anziehen. Ey, was ging denn mit dem? Wurdet ihr auch schon mal einfach so angegriffen? Ja, im Monstergreifen. Ja, irgendwann werden die auch aggro, genau, ja. Genau, also das ist nur im Anfang. Ich konnte bisher immer an denen vorbeigehen einfach. Ja, bisher, weil die auch freundlich sind. Da ist nicht mehr so. Schattenmilben her? Hast du schon mal einer Schattenmilbe gegenübergestanden? Die ist nicht freundlich. Gemeine Schattenmilbe, ey. Oh nein, als ich den Gestank mit dem Duftbäumchen wegmachen wollte, kam eine Mistfliege raus. Oh, geil. Ach ja, MMO ist immer schön. Oh Mann, ey, mein Typ, ne, der kann so... 5 Meter kann er mit dem Pfeil schießen, gefühlt. Wenigstens trifft er immer. Ach, ihr trefft nicht immer? Nein, aber du sagst 5 Meter, ja. Gut. Aber du kannst auch in der MMOs verfehlen, also... Ja, ja. Gewaltiger Schuss. So, noch 4 Schattenmilben, dann ist das Milbenproblem auch aus der Welt. Ja, die guten Milben, ja. Was musst du denn die ganze Zeit machen, Nefi? Ach, ich sammle hier gerade nur Steine ein. Nefi, das muss aber wirklich weitergelevelt haben, denn ich bin gerade mal Level 6 jetzt. Nee, wie gesagt, ich hab jetzt Monster geklatscht auf dem Weg dahin immer so. Ach, die geben doch nur 5 Erfahrung. Ey, da rennt der eine, rennt an mir vorbei und hilft nicht mal. Was ist das für einer, ey? Wenn die ganzen Monster klatschen und die dann irgendwelche Items fallen lassen, die irgendwelche Quests fertig machen, dann außer halt Level 8 irgendwann. Schattenmilbe, ey, kommt nicht mal ran an mich. Das ist ein Mehrfachschuss. Alter. Oh Gott. Ich hab einen Ring ab Stufe 9 bekommen. Wo kriegt ihr denn so eine gute Sache schon? Da bringt ja nichts, ey. Ja, für dich wird's schon was bringen. Du bist auch schon Level 10 oder so. Nee. Inzwischen. Ich bin vorhin auf 9 gekommen. Alter, die rasten hier alle voll aus und greifen mich an, ey. Kannst jetzt ja schon hier den High-Level-Shit zeigen. Wie viel Level gibt's hier höchstens? 60 auch, oder? Weiß ich gar nicht. Kann auch 70 oder 50 sein. Also ich glaube 50, wenn es nicht mit Melon höher ging. Gab ja Content-Patch, ne? War ja jetzt so. Im Launcher steht auch irgendwie, dass jetzt bald wieder was kommt. Nächste Woche oder so, irgendwie sowas hatte ich da gelesen vorhin. Ja, in den ganzen Gamescom-Mails stand auch, dass da noch was kommt und... Stufe 8 Quest. Kann ich da mithelfen? Boah, muss ich die ganze Quest... Ich will jetzt nicht hier 10 Minuten nur an der einen Quest hängen, ey. Wenn die was bringt? Die wilden Dodos greifen an hier. Wenn ich die Quest 10 Minuten durchziehe, habe ich wirklich Level 12, ey. Bringt die so viel? Ey, ja, dann musst du nur Monster klatschen und noch irgendwelche Steine abgeben. Und ich will gar nicht wissen, wie viel das ist. Boah, ich habe hier ein neues Dorf gefunden. Hier gibt's so viele Quests jetzt. Der hat einen Bogen, das mache ich. Der hat einen Bogen. Ich kann ja meine ganzen Items anziehen, fällt mir gerade ein. Jetzt geht's ab. Ich pack die Lederklappe aus, ey. Meine Freundin hat gestern auf ihrem Charakter gespielt und hat sie auch irgendwie, irgendwann hat sie dann rausgefunden, wo die Rüstung versteckt ist. Hä, ich kann ja gar nicht sehen, was ich gerade ausgerüstet habe, oder? Doch. Wie denn?
bei dem Arsenal. Ja. Dann hast du da. Warte mal, Steuerung I. Also ich habe da zum Beispiel nur eine Weste drin und die habe ich an. Drück einfach C. Auf C siehst du es auch? Ja, ah, ja, genau, das ist schön. Da kann man dann, genau, weil ich konnte nie sehen, was ich gerade anhabe. Sondern immer nur, was ich halt anlegen könnte. Hä? Du musst jetzt einen Slot anklicken, zum Beispiel Hut. Und dann siehst du alle Hüte, die du im Inventar hast. Außer den du angelegt hast. Das Problem ist nur, weil ich habe hier Kniestiefel angehabt. Wenn ich jetzt meine anderen neuen Pantoffeln anziehe, dann renne ich hier in Unterhose rum. Und das ist so schlecht. Also du spielst einen männlichen Charakter. Wie sieht das denn aus, ey? Was sollen die Leute denn von mir denken? Wissen sie doch mittlerweile. Scheiße, ich brauche unbedingt eine Hose. Ich glaube, habt ihr schon eine Hose bekommen? Ich habe bestimmt die Hosen. Ich glaube, ich habe von Anfang an eine Hose angehabt. Also keine zum Ausschluss. Ja, ich auch, aber es ist eine Unterhose. Nee, eine Hose habe ich auch noch nicht. Wie Unterhose? Bei mir ist es so eine lange, die bis zu den Knien geht sogar. Ja, bei mir geht die bis über die Knie. Aber ganz knapp gerade. So wie so eine Boxershorts halt. Geht ja noch. Oh, Graham. Das Rauschen, ey. Beweg dich doch nicht so schnell. Ich hab mich nicht bewegt. Dann holst du dir ein neues. Wird langsam Zeit. Es wird immer schlimmer mit dir. Ah, ich denke mal, es ist das Kabel, ey. Das klingt echt nach Kabel, was er da hat. Ist bestimmt kaputt gegangen, weil einmal ist das Mikro umgefallen. Ist bestimmt das Kabel gerissen. Hä? Wer will denn hier mir die Quest geben auf dem Radar? Das ist jetzt weg, ja, ne? Jetzt gerade ist weg, ja. Halsband. Ja, toll. Halsbänder brauche ich nicht. Kannst du vielleicht als Gürtel tragen? Habe ich den 18 Kerne gegeben. Mal gucken, was die Quest jetzt gebracht hat, ey. Kriegst einen Kuchen als Belohnung. 1275 Erfahrungspunkte. Ja, gut, kann man mitarbeiten. Ach, ich habe 4 Inventarplätze, okay. Welches Level bin ich denn jetzt? 5. Okay, welches Emote musstest du vorhin machen? Was denn? Wenn du, ich muss da mit Leuten sprechen, musstest du dann ein Emote machen? Was musst du denn mit denen machen? Nee, ich habe so viele Quests angehört, dass ich nicht alles durchlesen. Ey, ich kann im Gehen einen Pfeil abschießen, das ist ja geil. Im Laufen so? Ja. Jetzt gehe ich einfach die ganze Zeit zurück und dann. Die Stadtwache hilft mir! Die Stadtwache hilft. Unglaublich. Wieso ist der denn jetzt? Oh nein, jetzt ist das Viech unverwundbar auf einmal. Ja, weil es nicht so weit wegziehen durfte. Ja, kacke. Das ist wunderbar. Ja, doch ein bisschen geschützter Spiel, nur dass du da nicht rauscheaten kannst. Ey, Oh, warum bleibt die Stadtwache denn nicht hier? Oh nein, ich muss Schafe entlausen. Ganz wichtige Was Aufgabe. Was macht ihr heute denn da, ey? Ich hab grad einen anderen Spieler, glaube ich, den Typen geklaut, den er gerade angreifen wollte. Das Schaf mit sprödem Fell muss entlaust werden. Es fühlt sich sehr sauber. Oh, jetzt kriege ich eine Hose. Ich krieg jetzt endlich mal eine Hose. Echt? Hier. Ja. Was muss ich dafür machen? 3 Päckchen einsammeln. Ist aber eine Stufe 8 Quest. Ja, und Päckchen einsammeln kann ich auch schon mit Stufe 3. Ja. Das stimmt, das hättest du da wirklich gekonnt. Aber Schafe entlausen, das geht erst mit 7. Das ist schwer. Muss man wissen, wie man die Schere ansetzt, um die lausigen Stellen rauszuschneiden. Gegen den nee, das waren Schuhe, ey. Das war gar keine Hose. Warum heißt es Lederleggings, wenn es Schuhe sind? Also. Oh, Dodos sind auf der Flucht. Doch eher eine Hose als Schuhe, okay. Alter, muss geil. Die fliehenden Dodos zurückbringen.
Hier ist jemand gerade auf dem Leoparden lang gerannt. Ja, die Reittiere sind cool. Ich finde es geil, dass ich hier einen Mückenschwarm mit meinem Pfeil gerade töte. Zum Pfeil so eine Mücke treffen, ey. Das ist man echt voll. Ja, hier hat er sich versteckt, der durchgegangene Do. Die verstecken sich hinter Sachen, aber den werde ich erstmal hier. Die guten Mückenschwärme waren bei Diablo 2 schon ein Klassiker, wenn die auf einmal so ein Zweihandschwert gedroppt haben oder so. Ja, wenn die das alle zusammengetragen haben. Das hat sich so in einem Schwarm verfangen, so wurde mitgerissen. Guten alten Mückenschwärme, ey. Ich muss noch 5 Mückenschwärme besiegen, damit die Plagen hier weg sind. Geil, ich muss den durchgegangenen Dodos einen Leinsack über den Kopf packen, ey, damit, damit die ruhig bleiben. Damit die ruhig bleiben. Warst noch nie in der Landwirtschaft tätig, ey. Ich hau jetzt erstmal hier Goblins auf den Kopf, ey. Oh, hier ist ein Mückenschwarm genau vor mir respawned. Das gibt Ärger. Jetzt ist die Frage, sind Goblins Gruppenviecher? Nee, gut. Oh, fuck. Da hat er hier wieder so eine Bauernquest abgeschlossen.